Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Dunkel gegen Hellwind. So, und wahrscheinlich auch zur letzten Folge. Was heißt wahrscheinlich, es wird die letzte Folge sein. Denn ich habe die ewige Stufe erreicht. Hier. Gut. Da muss man ja einen Imp oder einen Rap auf 65 kriegen und die fünfte Runde der ewigen Meisterschaft abschließen. Legendäre Stufe, die werde ich nicht machen. Das weiß ich jetzt schon, weil das so blöd ist. Ist, glaube ich, auch nichts. Und ich jetzt das Geilste davon. Das hier gehört auch noch dazu. Ja, das ist viel. Zwei davon habe ich gerade mal. Und das Crew-Fähigkeiten-Ding da unten auch noch. Und ich krieg es überhaupt nicht hin, sowas hinzukriegen. So. Also die Crew-Fähigkeiten hochzukriegen. So, jetzt geht's los mit den Kisten. Dunkel gegen hell ewig. Hier ist eine Belohnung für das Abschließen eines Erfolgs. Glückwunsch. Juhu. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Erstmal ziehe ich hier die alte Rüstung wieder an. Und pack die Rüstung erstmal weg. Ja, verdammt. So. So, dann öffnen wir. 15 Pakete. Okay, kennen wir alles. Das hier kennen wir ja auch schon von der letzten Folge. 12 von 250, was heißt denn das? Keine Ahnung. Ja. So würde ich sagen, öffnen wir. Alles anzeigen. Bericht über den Korribans, Gefährtengeschenk und zeremonielle Unterkörperrüstung. Ups, das wollte ich gerade gar nicht. Ulikon Stängeltopfpflanze und eine Erkundungserfahrungsstufe einer erheblichen. Und was kommt jetzt? Alles zeigen. Gomatrationspaket, Gefährtengeschenk und die Oberkörperrüstung, die zeremonielle. Sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus. So, was kriegen wir diesmal? Koreanisches Leitermodell, Urkon, Stängel, Topfpflanze, mal wieder eine. Das ist höchstens ein Gefährtgeschenk. So, und komm schon, hier muss immer was richtig Geiles kommen. Krayas Oberkörperrüstung. Und mal wieder Bericht über eine Gokoribans, das Gefährtengeschenk. So, was ist hier? Fridonats Ergänzungskörperrüstung und ein Kriegsgebiet Erfahrung schon bei erheblichen. So, 9 Stück haben wir noch. Komm, jetzt musst du mal was richtig Geiles kommen. Irgendwie so ein Tuning oder sowas. Irgendwas, was richtig selten ist. Komm. Komm. Ikranie Regenart. Ein Transportmittel. Und Flashpoint Erfahrungsschub. So, alles zeigen. Radsalon FC21 hatten wir nicht gerade sogar schon mal. Transportmittel. Können wir uns ja gleich mal anschauen. Go-Matrationspaket. Gefährtengeschenk. Komm, jetzt muss doch mal was richtig Geiles kommen. Komm, jetzt drück mir die Daumen, jetzt kommt's. Frisonats Unterkörperrüstung. Ein Sozialschub an erheblichen. Das nächste Mal drückt ihr bitte fester. Komm, jetzt drückt richtig fest die Daumen. Dass ich hier was richtig Geiles rausbekomme. Das sind die letzten Kisten, die ich hier von denen aufmachen kann. Komm, komm. Krayas Unterkörperrüstung, bitte. Die Krayas Rüstung, die kommt euch viel zu oft vor und ist auch nur Silber. Erhebliche Erkundungserfahrung, Schuss. Nee. Gib mir dann zumindest normalen. Die Erkundungserfahrung, Schuss. Ich krieg's echt nichts dafür. Ergänzungskörperrüstung ist ehrbaren Scherz. Und ein Klassenmissionserfahrungsschub. Ja, die gefallen mir schon besser. Krayas Oberkörperrüstung. Och, diese ganze Krayas-Rüstung, ich werd irre. Ein Klassenmissionserfahrungsschub. Ja, von der Krayas-Rüstung habe ich erstmal genug. Könnte ich bitte auch mal was richtig Geiles kriegen? Komm jetzt. Ersatzteile und Darth Sions Ergänzungskörperrüstung.
Ich habe jetzt noch zwei Stück. Das war einzeln aufmachen. Komm, die mal jetzt einzeln. Komm, jetzt musst du mal hier in der letzten Kiste, in den letzten zwei Kisten muss jetzt was richtig Geiles rauskommen. Und was kommt raus? Und was kommt? Kreias Unterkörper ist fertig. Ich werde irre. Kreias, das gibt mir auf den Sack. Gibt mir so auf den Sack. So, und jetzt, komm, komm. Links oder rechts? Ich mach's rechts zuerst. Komm. Kreias Unterkörper. Nein. Und wieder so eine scheiß Ersatzteile, ey. Was ist das denn jetzt hier? Wo ist das ein Aufrufezeichen? Was sind die neuen? Also erstmal die Darf Sions Ergänzungskörperrüstung. Dann die Ergänzungskörperrüstung Servan Shares. Dann, ach so, sind wahrscheinlich die neuen. Friedernats Ergänzungskörperrüstung. Friedernats Unterkörperrüstung. In Ikea Regat. Nee, ist nicht unten. Weiter. Oh! Der gefällt mir. Das sieht doch richtig geil aus. Komm. Krayas Oberkörperrüstung. Viermal. Yeah. Krayas Unterkörperrüstung. Und zwar die Oikon-Stängel-Topfpflanze. Ups. So. Kann ich mir direkt mal beanspruchen. Dann den Razzalon und FC 21. Ja. Sieht genauso aus wie der anderen Götterlauch. Zeremonielle Oberkörperrüstung. Zeremonielle Unterkörperrüstung. In die Erkundungserfahrungsschübe. Flashpoint-Erfahrungsschübe. Klassenmissionserfahrungsschübe. Kriegsgebiet. Spezialschub und die ganzen Gefährtengeschenke. Schade, ich hätte jetzt gerne was richtig Geiles rausbekommen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was in den Kisten alles droppen kann. Also ich habe gehört, dass das... Na? Na, wo ist denn das jetzt? Ach, jetzt kriege ich das wieder hier nicht. Gibt es das wieder nicht? Ihr wisst, was ich meine. Mal gucken, ob wir das hier jetzt finden. Pakete. Lernspakete. Hier. Das hier. Ich habe gehört, dass dieses Schwert hier drin droppen soll. Ob das jetzt natürlich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall gehört, dass das da drin droppen soll. Oder dieses hier. Ich weiß nicht genau, welches das war. Kann auch sein, dass es nur eins davon ist. Oder beide. Weiß ich nicht. Schade. Finde ich echt nur ein kleines bisschen schade. Die Stängeltopfpflanze kann ich direkt mal zweimal aktivieren. Verkaufen kann ich sie sowieso nicht. Okay. Irgendwas soll ich halt noch gucken. Egal. So, das war's mit dem Nuke gegen Hell Event. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es macht zwar Spaß, Kisten zu öffnen, aber trotzdem... Einen Gefährten müsste ich auch noch kriegen und die ganzen Gleiter, die jetzt dann am Ende des Events noch gibt. Ich habe ja schon einen, ich habe jetzt hier einige schon verdient. Ja. Ein bisschen schade, dass ich jetzt hier natürlich noch sehr viele Sachen drin habe, hier, die alles auch gebunden sind. Ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Ärgert mich auch sehr viel, weil ich jetzt ziemlich oft den Minas Iris drin hatte. Den ich jetzt nur noch wegwerfen kann. Oh, das ist doch scheiße. Hoffentlich bringen die auch ein Update raus, dass die Dinger hier ungebunden sind. Oder halt als Vermächtnis gebunden, dass man die verschicken kann an seine anderen Charaktere. Das muss man so machen, dass sie für mich das gebunden sind. Dass man sie aufmacht. Ja. Ich hoffe mal, dass sie es noch machen. Ja, dann beende ich diese Folge. Keine Ahnung, ob noch irgendwas kommt. Was ist denn nun passiert? Dann. Ciao.